Die Amstettner Falcons in den weißen Dressen hatten gegen die Gäste aus Linz im Auftaktmatch kein leichtes Spiel. Schon zu Beginn setzten sich die Gegner ab. Die Hausherren hatten in der Verteidigung und beim Abschluss noch ihre Startschwierigkeiten. Wir haben uns eigentlich relativ gut auf das Spiel vorbereitet. Wir haben viel Defensivtraining gemacht. Leider haben wir noch viele individuelle Fehler in der Defense. Wir lassen oft die Gegner in die Mitte kommen, in der Zone, wo es dann schwer zum Verteidigen ist. Das Zwischenergebnis nach 2x10 Minuten, 32-43, ein deutlicher Rückstand für die Falken. Die Halbzeitbilanz ist noch ein bisschen mittelprächtig, aber es wird sicher besser werden. Wir sind jetzt 10 Punkte hinten. Aber mit einer guten Defense schaffen wir das sicher noch. In der zweiten Hälfte zeigten die Hausherren ihren Kampfgeist. Einige Strafwürfe und Drei-Punkte-Würfe brachten den Falcons den Anschluss. Kurz vor Schluss trennte sie nur einen Punkt vom Ausgleich. Die Spannung war groß bei den Zuschauern und die Fans feuerten ihre Teams immer lauter an. Am Schluss reichte es bei den Amstettnern doch nicht zum Sieg. Das Endergebnis 71-76, ein Ergebnis, das angesichts des Spielverlaufs gut ist. Aber ein sehr spannendes Spiel. Leider hat das nicht gegangen, der richtige Weg, aber war ein gutes Spiel auf jeden Fall. Ja, wenn die Halle immer so voll ist, ist es natürlich wie ein weiterer Mann am Feld. Und wir hoffen, dass es so weitergeht. Der Optimismus ist berechtigt. Ein Match der Falcons ist immer bis zum Schluss spannend.